Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer Runde Stardew Valley und herzlich willkommen zum vorletzten Tag in diesem Jahr, also nicht im echten Jahr, sondern im Stardew Valley Jahr. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, dass wir fast ein Jahr hier zugange sind. Morgen wird es auch schneien, schön, schön. Was sagt denn der Wahresager? Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Naja. Wir haben ein Jahr fast rumbekommen. Ich bin eigentlich tatsächlich sehr begeistert davon, wie weit wir gekommen sind. Jetzt lesen wir aber erstmal ein Briefchen. Hallo Janinja, hier ein Rezept aus meiner Kneipe. Ich teile das nur mit guten Freunden. Gas. Das sind gute Freunde. Lachsmahlzeit. Schön, schön, da freut man sich doch. So, wir haben einiges erreicht. Bis auf, dass hier mal die Bäume wachsen. Aber nun gut, man kann auch nicht alles haben. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und glücklich, was wir alles hier erreicht haben. Ich möchte jetzt auch an diesen letzten zwei Tagen in diesem Jahr gar nicht mehr so viel unternehmen. Was ich noch gucken wollte, gerade hier Werkzeuge. Ich weiß gar nicht, haben wir die Kiste noch draußen? Wahrscheinlich schon. Ich muss mal kurz gucken, wie es aussieht mit unseren Erzen und so. Ich weiß, die Kisten müssen wir noch alle rein transportieren, das ist jetzt aber noch nicht so dringend. Da, komm. Wir müssen einiges einschmelzen. Machen wir am besten hier mal kurz, legen wir mal los. Ich möchte die Werkzeuge noch aufbessern. Es passiert jetzt nicht mehr im Winter, sondern es kommt dann halt direkt zum Frühjahrsanfang. Es ist aber nicht weiter tragisch. Nur, dass wir halt dran denken. Weil ich möchte natürlich, dass unser Werkzeug deutlich verbessert ist. Ich möchte die Spitzhacke verbessern. Hier, die ist zwar schon Stahl, aber ich würde sie gerne in Gold dann haben. Gießkanne natürlich. Aber sonst noch irgendwas? Ich nehme das mal vorsichtshalber mit. Und dann kommen wir mit dem Werkzeug auch langsam echt gut zurecht. Gerade wenn wir jetzt wieder unser Feld bewirtschaften. Wir haben schon gut aufgerüstet, aber es geht ja immer noch mal ein bisschen besser. Und genau da will ich ja dann auch hin. Dass wir hier uns das schön und natürlich auch in gewisser Weise erfolgreich machen. Für ein erstes Jahr in diesem Spiel haben wir, glaube ich, schon ganz gutes hinbekommen. Wir können mal kurz gucken. Hier, Fähigkeiten. Also, unsere Fähigkeiten in Hofarbeit sind schon bei 10. Das ist sehr gut. Minenarbeit noch bei 6. Sammeln 7. Also, ihr seht, wir sind schon relativ ausgeglichen hier, bis auf Hofarbeit. Aber ist klar, das ist natürlich das, was man am meisten macht. Und irgendwo steht das doch genau hier. Wir haben aktuell fast 14.000 Gold. Und wir haben verdient schon bald nahe 300.000. Und das ist für ein Jahr echt schon sehr gut. Wir haben Charlie, wir haben Plätze, wir haben unsere Tiere. Wir führen, glaube ich, ein ganz gutes Leben hier auf unserem Hof. Den wir ja von unserem Großvater geerbt haben. Und ich glaube, er wäre stolz auf uns, wenn er jetzt sehen könnte, wie erfolgreich wir uns machen. Ich kann es gar nicht glauben, dass es dann schon so viele Folgen sind. Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, also es gab ja insgesamt in dem gesamten Let's Play eine Folge und beziehungsweise einen Tag hier, der als Folge fehlt. Das war nämlich ein Aufnahmefehler und leider speichert es ja, nachdem man geschlafen hat, und da hatte ich nicht aufgepasst. Und also die Folge gibt es tatsächlich schon, aber einfach nur als reiner Ton. Es gibt kein Bild in dieser Folge, das ist sehr lustig. Also ich habe sie auf Platte, aber naja, hätte ich ja so nicht veröffentlichen können. Aber es ist schon sehr cool, weil die Folge, die ich jetzt aufnehme, ist die 110., wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, aber ich glaube schon. Und wenn ich mir mal überlege, wären die eine Folge jetzt nicht sozusagen kaputt gewesen und morgen ist ja dann sozusagen der letzte Tag, wären es insgesamt 112 Folgen gewesen. Jetzt dadurch so halt nur 111, aber das ist auch schön. Oh, ich habe den Eimer vergessen. Sorry, Ladies, ich komme gleich nochmal. Und das ist schon krass, wenn ich mir überlege. Die allererste Folge hatte ich, muss mir kurz überlegen, am 1. Januar 2021 hochgeladen. Also schön sozusagen ins neue Jahr damit gestartet.
Und jetzt sind wir einfach schon anderthalb Jahre später. Na gut, ein bisschen weniger als anderthalb Jahre später, aber fast. Und ich finde, es hat sich einfach so gut entwickelt. Es macht so viel Spaß, das Ganze. Ich habe nicht immer natürlich ausreichend viel Zeit, weil es ist ja nur ein Hobby nebenher. Aber trotzdem, es macht mir unfassbar viel Spaß. Ich habe dadurch so liebe Leute auch kennengelernt, nicht nur hier bei YouTube, sondern eben halt auch auf Twitter. Und da kann man schon mal sagen, also das hier ist ja mein am längsten laufendes Let's Play. Und auch mein allererstes Let's Play. Und ich bin so froh drüber, dass ich irgendwann gesagt habe, ich mache das jetzt. Das war tatsächlich eine wirklich sehr, sehr gute Entscheidung. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der zuschaut, der mal einen Kommentar schreibt auch und der sich einfach mit mir freut. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn zum Beispiel mal jemand sagt, hey, das und das könntest du vielleicht verbessern oder so. Oder das war mal nicht so gut. Das gehört ja auch dazu. Kann natürlich nicht immer alles prima sein, aber ich finde das super, weil ich ja dann selber auch noch ein bisschen was dazulerne. Ich bin ja auch nicht ihr Naturtalent im Let's Playen, aufnehmen, schneiden. Es macht viel Spaß, ich bringe mir viele Sachen selber bei und in Zukunft wird da auch sozusagen noch eine Entwicklung stattfinden, das werdet ihr dann aber auch sehen. Das kommt alles so nach und nach, aber es wird. So, jetzt habe ich. Ich bin gerade ein bisschen zerstreut, während ich hier rede, deswegen nicht wundern, dass ich gerade vergessen, Charlie noch Wasser zu geben. Charlie, bleib stehen. Haben wir dich schon gestreichelt? Guck, ich habe es sogar schon vergessen. Naja, wir geben dir noch schnell Wasser und dann müssen wir mal überlegen, was machen wir denn heute? Sollen wir heute noch mal einen Tag in der Mine machen oder angeln? Angeln habe ich ja gar keine Lust. Haben wir eine Aufgabe? Fischeintopf. Oh. Cool, wir haben noch Geld bekommen. Na, wisst ihr was? Wir gehen einfach in die Mine noch ein bisschen und nutzen die Zeit so ein bisschen aus. Brauchen wir irgendwas als Proviant? Naja, das bringt jetzt nicht so viel Energie. Preiselbeeren. Nehmen wir doch einfach die mit. Warum sind die eigentlich die hier drin? Die sind irgendwie falsch sortiert. Ich weiß nicht, was ich angestellt habe, aber nun gut. So, Blitze, kommen Sie mit. Einfach anderthalb Jahre mache ich das schon. Die Zeit vergeht doch schon echt sehr schnell manchmal. Ich weiß nicht, wie euch das irgendwie geht oder wie ihr dazu steht und das empfindet, aber ich finde, manchmal vergeht Zeit schon rasend schnell. Also als Kind aber noch ganz anders. Da verging die Zeit so gefühlt langsamer, aber das ist einfach nur so eine Wahrnehmungssache. Aber natürlich ist die Zeit ja immer was Relatives, also die läuft ja nicht auf einmal schneller oder langsamer, nur wenn man halt in einer neuen Lebensphase ist, sondern die läuft immer genau gleich schnell. Aber es fühlt sich halt einfach anders an. So. Zum Beispiel vergeht für mich die Zeit immer rasend schnell, wenn ich hier eine Folge aufnehme. Das sind ja meistens so, sagen wir mal, durchschnittlich 20 Minuten, wie lang so eine Folge geht. Aber anfühlen tut sich's manchmal gefühlt wie 5 Minuten. So, Lele. Oh, ein bisschen Gold. Ja, Gold brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Hup. Hey. Oh, noch mehr von euch. Hallo. Oh, wir müssen ein bisschen auf unseren Health-Balken achten. Die machen nämlich tatsächlich sehr viel Schaden hier unten. Aber wir sind ja auch ziemlich fortgeschritten schon, deswegen ist das leider so. Ich weiß nicht, wie gut man gerade die Hintergrundgeräusche hört. Aber irgendwie hört es sich an, als würde so ein Minenkarren oder im Hintergrund so durchfahren, so von der Geräuschkulisse. Ja, es hört sich ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob man es hört. Muss nämlich die Soundeinstellungen nochmal überprüfen. Das ist jetzt für mich so wieder so eine Testfolge in Anführungszeichen für die Soundeinstellungen für Stardew Valley, weil es mir da irgendwie was zerhauen hatte. Ich habe gemerkt, in der letzten Folge waren die Hintergrundsounds für meinen Geschmack ein bisschen zu leise. Wir könnten da gerne auch mal Feedback da lassen.
ob das so passt oder ob es vielleicht irgendwie doch lauter, leiser, wie auch immer sein soll. Okay. Ja, wir haben endlich die Leiter gefunden. Hat ja auch nur 100 Jahre gedauert. Okay. Vielleicht tun wir erstmal hier ein bisschen was snacken, weil unser Leben ist doch schon ganz schön runtergegangen. Grundsätzlich muss ich auch nach und nach so ein bisschen was hier in meinem Aufnahmesetup verändern. Aber das ist nur so Technik drumherum. Also bin mit ein paar Sachen nicht mehr ganz so zufrieden und da kommt dann hoffentlich auch irgendwann eine Verbesserung. Okay, der macht uns ordentlich Schaden. Autsch. Okay, wir waren da ein bisschen ein... Oh. Das wollte ich nicht, aber gut. Schön, wir sind ein Stockwerk tiefer. Aber hey, Gold! Genau, also ich will ein bisschen was in meinem Setup ändern, aber das sind nur so Kleinigkeiten hier. So ein Thema Mikro zum Beispiel. Vielleicht eine neue Maus. Meine zickt ja manchmal rum, in letzter Zeit wieder nicht. Das ist sehr faszinierend. Dann, je nachdem, ob ich das zufälligerweise günstig hinbekomme, eine neue Grafikkarte. Muss auch mal wieder sein. Man muss auch gucken, dass der PC auch hier irgendwie mithält und nicht komplett auf dem letzten Stand hier aller Steinzeit ist. Übertrieben gesagt, also. Nehmt mich da nicht zu ernst. Aber da braucht mein PCchen doch ein bisschen ein Faceliften, nennen wir es mal so. Und es kommt so zu, ja, es kommt dem Let's Play eigentlich auch nur zugute, wenn ich hier die Grafikkarte ein bisschen aufwerte. Ist nicht unbedingt bei Stardew Valley. Aber ich habe ja in Zukunft noch ein paar andere Spielchen vor mir, die ich gerne aufnehmen würde. Und da ist das definitiv von Vorteil. Hab mir nämlich schön eine Liste zusammengeschrieben, was ich gerne aufnehmen wollen würde. Muss natürlich auch erstmal die Zeit für sein, aber das wird schön. Ich habe nämlich zuletzt jetzt auch, wenn die Folge erscheint, ist die Umfrage schon lange vorbei, aber ich hatte bei Twitter eine Umfrage gemacht, ob ich denn Alice Madness Returns aufnehmen soll, weil ich das Spiel mir jetzt tatsächlich bei Steam mal geholt habe, war reduziert. Und ich finde das Spiel super. Ich habe damals das Let's Play von Pandoria dazu gesehen. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Das war ja ihr allererstes Let's Play, Entschuldigung. Und ich finde das einfach, ich finde das Spiel mega und ich freue mich so drauf, es selber spielen zu können. Weil seit ich das bei ihr gesehen hatte, war ich immer so Fan von diesem Spiel. Deswegen, das wird schön. Und eventuell kommen halt in Zukunft noch mehr so ein bisschen so Umfragen hier. Ist das Spiel vielleicht, lohnt sich das zu Let's Playen oder will das überhaupt gesehen werden? Weil natürlich spiele ich auch Spiele, die grundsätzlich mir erstmal gefallen, aber Spiele, die mir eben gefallen, die stehen dann oftmals als Umfrage oder gelegentlich als Umfrage zur Verfügung. So, wollt ihr das auch sehen? Spiele ich das lieber für mich privat? Und auf jeden Fall wird in Zukunft gucke ich, dass mehr Horror kommt, weil da habe ich tatsächlich am meisten Bock drauf. Und das macht halt auch Spaß. Also ganz ehrlich, ich bin auch ein super großer Fan davon, Horror-Let's Plays selber mir anzusehen. Deswegen, ich glaube, da treffe ich schon bei dem einen oder anderen auf den Geschmack, dass der da gerne so gucken möchte vielleicht. Oder auch nicht, vielleicht guckt man mich ja auch nur wegen meinem komischen Gebrabbel. Und wenn ja, falls das wirklich der Grund sein sollte, tut mir leid, was ich alles immer von mir gebe. Aber ihr guckt sie auch mal trotzdem an. Weil zumindest nicht wegen meinen großartigen Skills schaut man mir zu. Ich glaube, da gibt es Leute, die sind da ein bisschen, ja, besser, würde ich mal behaupten. Aber es geht ja nicht immer nur ums Können, es geht ja auch darum, dass man Spaß hat. Und falls ihr doch lieber auf Können steht, es gibt viele andere Let's Player oder Twitch-Streamer, die sind ein bisschen besser. Zum Beispiel so Speedrun, Leute. Also das finde ich immer sehr faszinierend. Speedrun ist schon eine feine Sache. Könnte ich nicht tatsächlich, will ich auch nicht, weil ich will ein Spiel genießen, selbst wenn ich es schon öfter gespielt habe. Aber ich finde es cool, dem Ganzen zuzuschauen. So, ich würde sagen, hier holen wir nur noch das Nötigste mit, was es gibt. Und dann gehen wir wieder nach Hause.
So, das Nötigste ist halt nicht das Nötigste. Vor allem, wenn ich auf mein Leben schaue. Oh, und falls übrigens hier jemand zuschaut, der sich denkt, eigentlich habe ich auch mal Bock, einfach Let's Plays hochzuladen. Also, mal ganz ehrlich, mach's einfach. Wenn du da Bock drauf hast, stell dir nicht die Frage, oh, was wäre, wenn und und soll ich das wirklich... Ey, wenn du Bock drauf hast, mach einfach. Ganz ehrlich. Es kann dir eigentlich nur in erster Linie Positives bringen. Nämlich, dass du das machst, worauf du Bock hast. Und dass du Spiele zocken kannst und einfach die Freude daran teilen kannst. Hätte ich früher nicht. Also es hat mich tatsächlich auch ein bisschen Überwindung gekostet, Let's Plays hochzuladen. Und in meinem privaten Umfeld wissen das jetzt auch nicht alle, dass ich das mache, weil es gibt auch Leute in meinem Umfeld, die interessieren sich einfach grundlegend nicht dafür. Und deswegen ist es dann da auch kein Gesprächsthema. Aber die Leute, mit denen ich darüber auch mal rede, denen davon erzähle, die freuen sich mit mir. Und das finde ich schön. So. Und vor allem hat es mir auch so geholfen, ein bisschen, ich weiß nicht, lockerer einfach so vor mich hin zu quatschen. Es hilft schon dem Selbstbewusstsein in gewisser Weise, dass man einfach so mal vor sich hin brabbeln kann, mal einfach alles, was so im Hirn rumgeht, sagen kann. Deswegen, es hat schon auch seine Vorteile. So. Keine Ahnung, wo ich das normalerweise einsortiere. Ich pack's mal da rein. Ich muss eh noch die ganzen Kisten sortieren. Aber würde ich sagen, ist ja eh schon nach Mitternacht. Gehen wir ins Bett. So. Gute Nacht, Charlie. Und gute Nacht. Guck. Neues Level. So schnell geht's. Minenarbeitsstufe 7. Plus 1 Spitzhacken-Effektivität. Und neues Herstellungsrezept umwandeln. Oh, das ist cool. Da kann man aus anderen Sachen, glaube ich, dann auch Gold herstellen. Ist nur meistens sehr ressourcenintensiv, deswegen finde ich, lohnt sich das nicht immer, außer man hat halt viel Ressourcen, dann natürlich schon. So, und damit war es das schon wieder für die Folge. In der nächsten sehen wir den letzten Tag des ersten Jahres in Stardew Valley. Und ich hoffe, bis hierhin hattet ihr Spaß, schaltet gerne wieder ein oder schaltet in das eine oder andere Horror-Let's Play auf meinen Kanal ein. Es wird in Zukunft mehr kommen, folgt mir auch gerne bei Twitter, falls euch das interessiert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.